So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute schauen wir uns die besten Hybrids 2022 an. Da haben wir jetzt 4 Kandidaten. 2 gab es schon letztes Jahr, ähnliches Thema wie bei den Fairway-Hölzern auch. Da haben wir das Titleist TSI 2 in unserem Test und das Srixon ZX Hybrid. Neu dabei ist das TaylorMade Stealth Hybrid und das Callaway Rogue ST Pro. Wir haben jeweils 21 und 22 Grad beim Srixon, beim Stealth und beim Titleist. Nur beim Rogue ist unsere Außenseite mit 20 Grad. Da haben wir das Dreier-Hybrid, weil wir das Vierer noch nicht haben oder nicht haben. Das heißt, das müssen wir einfach mit berücksichtigen im Test. Machen wir natürlich auch immer fairerweise, dass wir da sehr penibel auf die Lofts schauen. Wir haben diesmal einen sehr leichten Carbonschaft mit dabei. 50 Gramm Schaft, so ein Klassiker. Und ich werde versuchen, langsam zu schwingen, sodass man wirklich das widerspiegelt, was heute in den normalen Fittings ist und jetzt nicht hier mit 100 Meilen Vollgas. Ja. Ich werde auch versuchen, etwas von außen zu schwingen, einfach, dass man diesen klassischen Schwung so nachbildet und dann kann man bei den Ergebnissen sehen, was passiert. Genau, aber das ist so die typische Hybrid-Zielgruppe, sage ich mal. Natürlich kann man jetzt mit mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit auch Hybrid spielen, aber man hat nicht das Launch-Problem zum Beispiel, was halt mit weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit auftritt, weswegen ja so ein Hybrid eigentlich für viele überhaupt in Frage kommt als Ersatz für die langen Eisen. Okay, dann starten wir doch mal. Gut. Ich fange an mit dem TSI 2. Ja, ja, Ziel haben wir auf 160 Meter eingestellt. Genau. Ziel auf 160 Meter. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich muss wirklich langsam schwingen. Ja, das war doch schon mal ganz in Ordnung. Schöner Fade an die Fahne. Also, ich muss sagen, das TSI Hybrid steht klassischerweise gerade da. Finde ich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, dass es irgendwie nach links oder nach rechts steht. Was ich sehr, sehr gut finde an dem Hybrid, ist, dass wir eine Gewichtsschraube haben. Das ist das einzigste Hybrid hier, was mit einer Gewichtsschraube ausgestattet ist. Ist für uns fürs Fitten super. Wir haben da die Gewichtsschrauben da. Später können wir es beim Bauen so berücksichtigen, denn wenn jemand zum Beispiel ein Dreier-Hybrid nimmt, dann könnte man das, weil es einfach ein längerer Schaft ist, könnte man den Schaft abschneiden und unten Gewicht machen. Macht total viel Sinn. Finde ich sehr, sehr gut. Also total überlegt. Ja. Okay, da geht man jetzt leicht nach rechts. Aber hat ein schönes Feedback, fühlt sich recht weich an. Aber das mit dem Slice bekomme ich sicher nicht mit dem Hybrid weg. Das zeigt nicht nach links. Würde ich auch nicht sagen, dass das irgendwie Anti-Slice ist, aber das muss es ja auch nicht sein. Naja, da müssen wir auch ehrlich sagen, mit den Hybrids ist man da schon eingeschränkt, was das angeht. Anders wie bei den Drivern. Wir hätten das Titleist TSI 3 noch, wo wir das Gewicht unten verstellen können auf Fade, Draw und Neutral. Das fehlt halt beim TSI 2. Ja. Aber das TSI 3 wäre jetzt auch nicht unbedingt das typische Anti-Slice-Hybrid, weil es doch recht sportlich ist als Kopf. Genau, auch die Verstellmöglichkeiten sind ja bei Titleist gut. Ja. Also das ist auch alles voll in Ordnung. Ja, wir haben ja deutlich mehr Schläge vorher schon gemacht. Das heißt, auf geht's ins nächste Hybrid. So, weiter geht's mit dem Srixon Hybrid. Auch wieder hier, die Stellung ist neutral. Wir haben hier keine Gewichtsschraube und auch kein Verstellsystem. Das ist vielleicht da ganz wichtig. Ja. Eher flach.
Fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Kommt mir jetzt vor, dass er immer etwas flach ist. Ja, Spin auch ein bisschen niedrig. Flacher wie die anderen zumindest. Okay, der war jetzt am Boden. Aber das Ergebnis ist immer noch ganz gut. Na doch, der ist auf jeden Fall flacher. Ja, sehr gut. Fühlt sich sehr gut an, aber flacher. Ja. Machen wir noch einen. Okay. Ja, das Rixen, ähnlich wie das Fairwayholz auch schon, ist sehr, sehr klassisch. Kommt ohne viel Schnickschnack aus, ist von der Form her, ja, also ganz neutral, würde ich jetzt mal sagen. Also das, da gibt es jetzt auch wenig, die Probleme mit der Form oder mit dem Aussehen oder mit sonst was haben. Anders ist es ein bisschen mit dem Stealth. Genau. Ich finde klassische Form. Wir haben wieder kein Verstellsystem, das haben wir nur mit dem Plus. Der Vierer hat jetzt 22 Grad. Schlagflächenstellung neutral, vielleicht ganz leicht geschlossen. Ja. Ja, der launcht mir schon etwas höher. Fühlt sich auch gut, angenehm an. Man kann den auch sehr gut kontrollieren. Ja. Aber er fällt schon etwas nach links, also ja, ganz leicht zumindest. Ja, beim Stealth haben wir übrigens keine Carbon-Schlagfläche wie mit dem Driver. Die ist nicht verbaut in den Hölzern und im Hybrid. Gut, dann wechseln wir mal auf den Rogue ST von Callaway. Wir sind, also mit den Drivern, muss ich ehrlich sagen, sind wir sehr zufrieden. Wird in den Fittings sehr gut angenommen. Holz auch, wobei das etwas spezieller ist. Und jetzt schauen wir mal, wie das Hybrid performt. Genau, das ist ja jetzt sogar der Pro. Ich würde sagen, etwas kleinerer Kopf ist ja jetzt auch ein Dreier, obwohl er 20 Grad hat. Kopf zeigt ja schon deutlich nach links, also ähnlich wie der Driver, der zeigt ja ganz stark nach links, das haben wir in dem Driver-Test schon gesehen, dass der Rogue Max D extrem nach links zeigt, dieser auch, mal schauen, ob mir das Ganze hilft. Ja, ist schon immer ungewohnt, wenn man den hinstellt und der zeigt so stark nach links, aber ja. Okay. Wow. Gegenbewegung. Ja. Ja. Ich finde ihn etwas schwieriger zu treffen, ne? Aber es ist halt auch ein Dreier. Der war jetzt wieder gut. Ja, Schlagflächenposition, da habe ich einfach meine Probleme, die vielleicht ein anderer überhaupt nicht hat. Also muss man auch dazu sagen, aber ich muss mich da schon umgewöhnen mit der Schlagfläche. Trotzdem, Ergebnisse gar nicht so schlecht. Launch relativ hoch für einen Dreier, ich kriege das gut in die Luft. Ja. Schwung ist ja immer gleich. Also für sehen das, wir jetzt wenig Unterschied. Ja, es ist halt relativ kurz, oder? Ich schwinge ja genauso schnell für einen Dreier, aber der Launch ist doch hoch. Ja. Gut, es sind 20 zu 21 zu 22 Grad, also das ist auch nicht der Wahnsinn. Ja, okay.
Okay. Gut, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Also bei den Schlägerdaten, du hast sie alle extrem gleich geschwungen. Angle of Attack, Schwungrichtung, Trefferbild, Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das ist das, was wichtig ist, ist bei allen sehr, sehr identisch. Was wir halt dann, ich sage mal so, kleine Unterschiede sehen, ist dann Ballgeschwindigkeit, so ein bisschen Launch und Spin. Und das resultiert dann jetzt letztendlich im Ballflug und auch in der Länge. Also wir müssen schon mal jetzt sagen oder können jetzt schon mal sagen, die vier Hybrids nehmen sich nicht so wahnsinnig viel. Also da gibt es jetzt keinen, der irgendwie extrem heraussticht. Was wir aber sehen können, ist, dass das Srixon für seine 22 Grad doch relativ flach gelauncht hat und auch recht wenig Spin gegeben hat. Ja. Also das ist so mal, ich sag mal, eine Auffälligkeit auf jeden Fall. Und auch auffällig ist, dass der Rogue mit seinen 20 Grad, das haben wir im Video eben auch schon gesehen, dass der doch recht hoch launcht. Also hat am höchsten gelauncht von allen, mit wenigsten Loft. Ja. Und vom Backspin her aber gar nicht so viel. Also ja, eigentlich ist es jetzt eher so ein High-Launch-Low-Spin-Schläger. Ja, was man auch noch sieht, ist, dass dadurch, dass der Spin einfach niedriger ist, der Ballflug niedriger, geht der Srixon einfach ein paar Meter weiter. Das ist eine Momentaufnahme, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt in meinem Fall so, muss jetzt bei einem anderen nicht so sein. Vielleicht von der Genauigkeit, da habe ich mich mit dem Rogue am schwersten getan. Ist halt für mich einfach ein Kopf, der einfach nicht so gut reinpasst. Das wissen schon viele Zuschauer, dass einfach so ein Kopf, der nach links steht, nicht meins ist. Trotzdem, ich fand den TSI recht angenehm, ich fand den Srixon angenehm. Das sind einfach so neutrale Köpfe. Ja. Wenn wirklich jemand mit dem Slice zu kämpfen hat, dann lohnt sich das einfach mal den Rogue sich anzuschauen. Bei mir ging der jetzt tendenziell mehr nach rechts. Aber wie gesagt, das liegt an mir und nicht am Schläger. Ich bin mir sicher, dass der Rogue bei einem anderen den Slice so ein bisschen mehr wegnimmt. Und dann fliegt er vielleicht etwas niedriger wieder. Gell? Deshalb, das ist immer so eine Aufnahme von uns. Ich habe es trotzdem versucht, so gut wie möglich hinzubekommen. Was mich vielleicht an oder zu sagen muss, ist, dass bei den Hybrid-Köpfen, wenn das Schwunggewicht, die Länge, der Griff und so passt, was dann für ein Kopf drauf ist, das macht einfach nicht mehr so viel Unterschied. Ja. Also da hat man bei einem Eisen, bei einem Driver deutlich mehr Unterschied. Bei einem Hybrid ist das Ganze einfach geringer. Trotzdem, es gibt Unterschiede, die sind gering, aber dann trotzdem relativ hoch dann wieder, wenn man es später sich so anschaut. Genau, so ist es. Viel entscheidender eigentlich das Gesamtkonstrukt, sage ich mal, auch was man dann im Fitting letztendlich dann macht. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir dann 50 verschiedene Hybrid-Köpfe durchprobieren. Es ist einfach, wenn der Rest passt, Kopf ist zweitrangig, sage ich mal. Das sehen wir auch hier im Test. Also die Unterschiede sind, ich sage jetzt mal marginal, da sticht nichts großartig heraus. Ja. Das ist dann noch so ein bisschen Feintuning, sehr individuell auch. Und mehr, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja, alles klar. Gut. Ja, das war's mal wieder, ein Test von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.